bin so genervt. Da nimmt man sich vor, nach der Arbeit Videos zu drehen, hat einen fetten Käfer am Fenster sitzen, der nicht abhauen will. Ich habe ihn gerade so versucht anzutupfen, er schleicht sich nicht. Er krabbelt dann nur durch die Gegend, sucht er doch ein anderes Fenster. Das lenkt mich nämlich voll ab. Ich gucke immer, ich versuche das Video schon zum dritten, vierten Mal zu drehen, weil dieser scheiß Käfer da oben mich so ablenkt. So, fangen wir mal an. Ich habe einen Müll für euch zum Zeigen. Zu ein paar Sachen kann ich sogar ein Feedback von meinem Freund geben. Außer zu dem da. Das hat er nämlich mit mir mitbenutzt und ich weiß gar nicht, wie er es findet. Aber Haarspray ist Haarspray, oder? Oder habt ihr dann Favoriten? Also ich benutze immer nur das L-Net mit der schwarzen Schrift. Also mit dem nicht schwarzen Schrift, mit diesem schwarzen Kassler da unten. Seit ich mich zurückerinnere. Seit ich diese Beauty-Videos mache, kaufe ich... Es weg. Gott sei Dank. Seit ich diese Beauty-Videos mache, kaufe ich mir eigentlich nur das L-Net Haarspray nach. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nie ein anderes gehabt. Nö, noch nie, glaube ich. Und ich mag das. Ich kaufe nur noch das nach. Ich habe es mir jetzt wieder nachgekauft. Und ja, ich bleibe auf jeden Fall bei denen. Ich würde ehrlich gesagt auch nie wechseln. Ich habe nie gewechselt und werde es auch nie, weil ich bin mit dem wirklich zufrieden. Ich habe mir, wie gesagt, zwei nachgekauft, weil sie bei mir in Aktion waren. Ich finde, man kann es leicht ausbürsten. Es verklebt die Haare nicht so extrem. Es riecht mega. Also ich würde auf jeden Fall bei dem bleiben. Wie ist es bei euch? Wechselt ihr da oder habt ihr auch immer nur dasselbe? Bei mir ist es so komisch. Ich habe immer nur das... Und mein Freund hat es halt mitbenutzt, deswegen ging es Gott sei Dank ein bisschen schneller leer. Dann habe ich Erfrischungstücher aufgebraucht. Wunderschön, ich habe euch noch nicht hergezeigt. Komm wieder her. Ein Wahnsinn heute. So, Erfrischungstücher habe ich aufgebraucht. Die finde ich ganz okay. Also wenn man sie so in der Handtasche hat, das ist nämlich von Müller die Eigenmarke. Sie sind okay. Für unterwegs sind sie perfekt, wenn man so irgendwie Burger essen war oder Sperrips oder so. Habe ich die immer in der Handtasche. Die finde ich gut. Die finde ich echt gut. Ich meine, ich habe noch nie die von Balea benutzt. Gibt es von Balea überhaupt welche? Ich kaufe immer so viel bei Müller. Ihr seht das ja eh. Was soll ich dazu sagen? Ich versuche nämlich näher auf die Sachen einzugehen. Die ist für mich nicht so einfach wie heute. Ich weiß nicht wieso. Ich habe eh das Gefühl, dass ich es eigentlich mache, aber viele beschweren sich immer. Mundspülungen habe ich zwei gleich aufgebraucht. Einmal die Terra Naturi, die kennt ihr ja eh. Habe ich euch eh schon oft gezeigt. Kaufe ich mir auch immer nach, wenn die in Aktion ist. Ich liebe die. Ich finde das Mundgefühl danach... Mundgefühl danach, wie das klingt. Ich finde das Gefühl danach, nach der Benutzung... Jetzt ist der Käfer wieder da, ich krieg die Krise, oder? Scheiß Vieh. Nach der Benutzung bin ich wirklich zufrieden damit. Ich musste mich ein bisschen an den Geschmack gewöhnen, aber ich finde die ist wirklich gut. Ich mag sie. Und dieses 5 in 1 ist halt Schutz vor Karies, pflegt das Zahnfleisch, wirkt sich sofort positiv auf die Zahnschmelz... Ich zitter. Sieht man das? Ich zitter. Komisch. Ja, und so weiter und so fort. Also ich mag das sehr gern. Ich mag es wirklich gern. Ich finde das halt angenehmer als die hier. Das war diese CB12, die habe ich von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen. Die soll so einen Weißmacheffekt haben nach 2 Wochen und angenehmen Duft für 12 Stunden. Blödsinn. Ich fand die sehr gewöhnungsbedürftig vom Geschmack her. Da war es gerade mal über die Hälfte, wo ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe. Aber es war echt, echt unangenehm, die zu benutzen. Aber ja, da mag ich die lieber und würde auch nur die nachkaufen. Ich habe immer früher die von Müller Sensident benutzt. Das ist ja auch die Müller Eigenmarke, aber die Naturkosmetikmarke halt. Und die kaufe ich mir halt immer, wenn die in Aktion ist. Finde ich ein bisschen besser als die andere von Sensident, aber ja. Ist Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen. Ein riesen Duschgel habe ich aufgebraucht. Ich habe es auch hin und wieder als Badezusatz verwendet, aber eher selten. Aber hauptsächlich als Duschgel und ich habe es geliebt. Das habe ich von der ganz, ganz lieben Tanja mal geschenkt bekommen. Das hat sie mir mal aus irgendeinem Urlaub, glaube ich, hat sie mir das mitgebracht. Und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Wer mir länger folgt, weiß das. Ich liebe diese Body Butter Duschgele von Palmolive. Ich habe die extrem geliebt und die gibt es nicht mehr. Ich habe, glaube ich, noch ein Schoko oder so und dann Minze. Ja, aber leider gibt es sie nicht mehr. Leider. Finde ich voll doof. Finde ich wirklich doof. Dann haben wir ganz viele Masken, wenn wir schon bei Zahnpflege waren. Ich habe auch meine Zahncreme leer gemacht. Die Terra Naturi. Mein Freund mag die nicht. Er hat sich extra eine andere von Billa mitgenommen, weil er die nicht mag. Ups. Ich mag die aber. Ich weiß, die Konsistenz ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der, aber ich finde die gar nicht so schlecht. Ich brauche halt immer nur zweimal davon, komischerweise. Also ich muss immer zweimal auf die Zahnbürste was kämmen, weil die immer so schnell, weiß nicht,
Ich finde, die müssen wir probieren. Ich finde die Konsistenz ganz, ganz eigenartig. Also ich mag's, aber ich glaube, viele mögen das nicht. Ich brauche halt auch zweimal dann davon. Also, ja. Deswegen geht die auch, glaube ich, immer so schnell leer. Ich habe sie nämlich übrigens wieder in Verwendung. Eine Badebombe von Lush habe ich aufgebraucht. Blende ich euch das Foto da ein, wie die ausgeschaut hat. Das war eine blaue mit goldenen Sternen. Und die war geil. Die hat auch mega geil gerochen. Und ich habe Gott sei Dank noch ganz, ganz viele verschiedene. Weil mir die liebe Tanja welche geschenkt hat. Masken. Habe ich die 2-in-1 Kaffee-Peeling-Maske aufgebraucht. Wenn ich zu faul war, ein Peeling zu machen oder eine Maske, habe ich mir das einfach drauf geknallt und dann war's das. Gesichtspflegemäßig bin ich ziemlich, ziemlich faul, auch maskenmäßig und so. Also ich muss mir da echt in den Arsch treten, dass ich da wieder mehr mache, weil das ist echt schlimm. Und ich liebe aber diese Terra Naturi Gesichtsmaske. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr gibt, weil die war echt gut. Aber ja, ich mag den Peeling-Effekt davon, ich mag den Duft davon, das Hautgefühl danach ist mega, der Käfer ist schon wieder weg. Und ich finde die echt gut, aber die gibt es nicht mehr. Einmal Nose Wraps habe ich aufgebraucht von Primark. Die finde ich viel, viel besser als die von Biore. Die von Biore halten bei mir am Kinn nicht mehr und die werden nicht mehr so hart wie am Anfang. Klingt irgendwie falsch. Aber die werden nicht mehr so hart, dass man sie abzieht und wo du halt deinen Effekt siehst. Die schon. Aber mal schauen. Vielleicht habe ich so eine Montagspackung erwischt, kann ja auch sein. Badezusätze habe ich sehr viele aufgebraucht, also sehr viele. Oh ja, oh ja schon. So, einmal die Melone habe ich aufgebraucht, den gibt es ja leider nicht mehr. Viele haben mich nämlich gefragt, wo ich den her habe. Also zumindest auf Instagram hat mich jemand, glaube ich, gefragt. Irgendwo hat mich jemand gefragt. Ich weiß aber nicht mehr wo. Also mich hat mal wer gefragt, aber den gibt es leider nicht mehr. Den habe ich mal damals bunkert und meine Cousine hat mir die gebunkert, wie die im Abverkauf waren beim DM. Ja, gibt's leider nicht mehr, ich hab's geliebt. Ich musste halt noch so einen Badezusatz dazugeben, damit ich Schaum habe. So schäumt, wenn du das nicht, das schäumt mehr. Das sind von Tetesep diese. Das schaut aus wie Duschgel, wenn man das rausquetscht. Also, ja. Die schäumen schon. Der Duft war so okay, aber die Verpackung ist mega. Ich meine, die Verpackung zählt nicht viel, das weiß ich eh auch, aber der Duft war von dem mega. Mega gut. Auch der Schaum war okay. Ich meine, ich habe trotzdem, glaube ich, noch was von dem Melone-Ding reingegeben, aber ja. So wie die. Das macht eigentlich nur, das färbt eigentlich das Badewasser nur ein. Schaum macht es keinen, aber ich mag das irgendwie. Wenn ich Schaum mag, dann kann ich mal eh noch ein Schaumbad reingeben. Da habe ich kein Problem damit. Aber die würde ich mir immer wieder nachkaufen auch. So wie dem. Ich habe ja gejammert, dass diese anderen Disney-Badezusätze leider nicht mehr gibt und jetzt habe ich den aufgebraucht. Ihr habt sie im Haul-Video gesehen. Einen habe ich schon davon aufgebraucht und die riechen so genial. Da ist nur, steht nur Crackling-Badezusatz drauf, glaube ich. Irgendwo steht das. Oder habe ich es mir wieder einbildet? Ich bilde mir ein, da steht Crackling-Badezusatz drauf, aber. Ja, kann ich nicht mehr lesen, weil ich den Rest abgeschnitten habe. Aber ich finde die so süß. Und ich muss mal wieder zum Action und gucken, welche Badezusätze es aktuell gibt. Würde mich interessieren. Augenpads habe ich auch leer gemacht. Ich habe nur das Gefühl, dass es die nicht mehr gibt. Zumindest habe ich mir einbildet, die stellen die um, aber ich habe die Umstellung noch nicht mitbekommen. Also, ich meine, ist eh egal, ich habe Backups und ich habe in Hülle und Fülle von den Augenpads, deswegen sollte ich mal wirklich welche aufbrauchen. Aber ich mag die, weil die habe ich alle im Kühlschrank lagernd, ich gebe die drauf, ich kann, die rutschen auch nicht so extrem wie manch andere. Ja, also ich mag die. Und sie kühlen, habe ich glaube ich schon gesagt, weil ich sie ja im Kühlschrank gebrauche. Deswegen kühlen es noch viel, viel mehr als vorher. Zwei Masken habe ich leer gemacht. Einmal die Go Bananas und die Pink Flamingo Zuckerwattemaske. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden, würde ich die Banane bevorzugen, weil die riecht extrem genial nach Banane. Und das Einzige, was mich halt jetzt im Sommer ein bisschen gestört hat, war, dass die sehr reichhaltig ist. Also die ist wirklich reichhaltig, die Bananemaske. Aber ich mag die einfach viel, viel lieber. Ich meine nicht nur, dass die Verpackung mega süß ist, sondern ich mag die von der Pflegewirkung halt. Aber ich glaube, dass die im Winter besser wäre als jetzt im Sommer. Vom Duft her nicht, aber von der Pflegewirkung her. Dann die andere mit diesem Zuckerwatte-Ding, die habe ich irgendwie nicht so positiv in Erinnerung. Die haut mich irgendwie nicht vom Hocker. Ich habe die auch noch von meiner Mama gehabt, deswegen habe ich jetzt noch eine. Aber da hat irgendwie was gefehlt. Der Duft war jetzt auch nicht so aufregend und die Pflegewirkung jetzt auch nicht so, der Burner. Ich meine, für den Sommer war sie gut. Nicht so reichhaltig wie die Banane, aber es hat mich halt echt nicht vom Hocker gehauen. Zweimal meine Reinigungstücher habe ich aufgebraucht. Die hatte ich mit beim Stefan, weil ich bei ihm übernachtet habe. Habe dann den Rest noch zu Hause aufgebraucht, weil die halt nur 2 Monate haltbar nach dem Öffnen sind. Deswegen habe ich auch die großen aufgebraucht für den Schminktisch und die kleinen auch für den Schminktisch aufgebraucht. Mein Trockenshampoo ist leer geworden. Vom Batiste. Und das war mein letztes Backup. Ich konnte es gar nicht glauben, aber das war mein letztes Backup.
Ich habe das ja geliebt, ihr wisst das, ich habe das ja gebunkert wie eine Behinderte. Jetzt bin ich froh, dass ich die leer gemacht habe, weil es war nach einer Zeit echt schon mühsam. Und meine Haare haben sich dran gewöhnt. Also durch das, dass ich glaube, ich habe das 2-3 Jahre durchgehend locker verwendet. Und da haben sich meine Haare einfach dran gewöhnt. Dieses Trockenshampoo, dieser Effekt vom Trockenshampoo, was es eigentlich haben sollte, war nicht mehr da. Es waren meine Haare trotzdem fettig. Ich merke das jetzt beim Garnier. Ich meine, okay, da vorne sind es fettig, aber das ist der Bonnie. Der muss ich mir immer so auf die Seite geben, deswegen sind es jetzt noch fettiger, ist eh klar. Aber ich finde das von Garnier, vom Effekt her, viel, viel besser als das da. Weil das hat, nach einer Zeit haben sich die Haare einfach so sehr dran gewöhnt, dass da einfach kein Effekt mehr da war. Und deswegen bin ich froh, dass ich das aufgebraucht habe. Ich glaube, ich werde mich bei den Garnier mal ein bisschen durchtesten und erstmal kein Batiste mehr nachkaufen. Weil ich eben gehört habe, dass auch angeblich davon der Haarausfall kommen kann. Muss nicht, aber kann. So, die Seife habe ich auch auf die Seife. Ich habe die Terra Naturi Seife aufgebraucht. Ja, am Schluss hat sie mir nicht mehr gefallen. Sie hat nicht geschäumt. Irgendwie hat mich das dann am Schluss gestört. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass wenn ich jetzt Gesichtspflege verwendet habe, dass das die Hände sauber gemacht hat. Also, ja. Ich bin froh, dass ich mir keine mehr gekauft habe, weil jetzt war die auch reduziert, aber die geht eh aus dem Sortiment und ich würde sie mir nicht mehr nachkaufen. Und ich traue dem Ding auch überhaupt nicht hinterher. Wirklich gar nicht. Eine Duftprobe habe ich leer gemacht, obwohl noch was drin ist, weil ich es nicht rauskriege. Aber ich fand den jetzt nicht so besonders. Das war dieser lilane Duft da unten. So sieht die Verpackung aus. Ich fand den ehrlich gesagt nicht so berauschend. Mich muss ein Duft umhauen, dass ich mir den auch nachkaufen würde. Und der war auf gar keinen Fall einer davon. Deswegen würde ich es mir auch nicht nachkaufen. Also schön, dass ich es probieren konnte, aber würde ich mir nicht nachkaufen. Eine Glow-Ampulle habe ich aufgebraucht. Glow. Ich muss das langsam aussprechen. Von Be Routine. Die fand ich okay. Aber für den Preis mag ich die von Cadea Vera, die da irgendwo drin rumfliegen muss, viel, viel lieber als die. Also die, ich weiß nicht, die ist okay, aber da zahle ich lieber weniger und habe die von der Eigenmarke, als ich zahle so viel und habe irgendwie keinen Effekt. Die von der Eigenmarke ist nämlich besser und ich bilde mir ein, die ist da irgendwo drin. 2 Proben habe ich aufgebraucht von einer Feuchtigkeitspflege. Ich war so brav am Anfang des Monats, habe versucht, meine Proben leer zu machen. Einmal die Klinik, die kennt sie eh. Jetzt ist das aber 100 Stunden Feuchtigkeit und nicht mehr 72, wie es da auf der Verpackung steht. Habe ich euch eh schon in den letzten paar Videos erklärt. Und da ist auch eine Feuchtigkeitspflege leer worden von Dr. Belmeur oder so. Ja, war okay, haut mich aber nicht um. Hat eine feuchtigkeitspflegende Wirkung, fertig. Mehr war es nicht, also kein Wow-Effekt, deswegen würde ich es mir nicht nachkaufen. Das Ding habe ich gehasst wie die Pest. Das war ein Fußpeeling. Ich war so froh, dass ich das Ding leer gemacht habe. Es war so ekelhaft, das war vom Lidl, würde ich mir niemals kaufen wieder. Da war zu viel Öl, glaube ich, drinnen, weil das hat so, das war dann so schmierig irgendwie. Da steht auch Mango-Kernbutter mit Zuckerkristallen, also das war fürchterlich. Und ich bin froh, dass ich es leer gemacht habe, weil ich habe es echt lange im Badezimmer stehen gehabt und habe es sogar aufgeschnitten, wie ihr sehen könnt, weil das echt schwer war, die Paste da rauszukriegen. Das war viel zu dickflüssig für eine Tube, da wäre ein Deagle viel, viel besser gewesen, aber das war eine ganz, ganz alte Limited Edition von weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ich bin so, die Verpackung schaut eh schon widerlich genug aus. Ich bin so froh, dass ich das Ding leer gemacht habe. Würde ich mir niemals kaufen, es klebt eh noch immer. Weil das eben so reichhaltig war. Also das war echt, ich meine, pflegend für die Füße war schon, aber die Anwendung war einfach scheiße. In der Tube war es eine dämliche Idee, warum die das nicht einfach in einen Deal geben, verstehe ich nicht. Dann habe ich einen Duschschaum aufgebraucht von Bilou. Und bei Bilou bin ich mir immer noch nicht sicher, wie ich es finden soll. Es gibt bis jetzt nur einen, also jetzt sind es aktuell mit dem sind es 2 Duschschäume, die ich gut fand. Einen gibt es gar nicht mehr, der war ja limitiert, das war der mit diesen bunten Blumen, habe ich euch in irgendeinem Video auch schon mal erzählt, ich glaube im letzten aufgebraucht Video. Und den Melone. Den Melone fand ich auch gut. Ich würde mir auch kaufen, wenn ich nicht so viel hätte. Obwohl ich die irgendwie nicht so unterstützen will. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die es nicht mag, aber okay, nicht mögen kann man nicht sagen. Nicht mögen ist nicht wahr. Ich finde, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass man das falsch versteht? Dass ich sie nicht mag, das ist nicht wahr. Ich kenne sie nicht, dass ich sagen könnte, ich mag sie nicht. Aber ich mag den Content nicht, den sie macht, sagen wir es mal so. Ich meine, jetzt ist ja eh ruhiger geworden, ich habe bis jetzt auch keine Videos geschaut mehr von ihr, aber ja, ich finde die auch big süß, die Duschschäume. Auch der ist sehr süß, der Melone, aber den fand ich gut. Melone, wisst ihr ja eh, ist mein absoluter Liebling. Also für den Sommer fand ich den super. Ich glaube aber nicht, dass ich mir den nachkaufen werde, weil ich eh noch so viel Zeug habe, dass ich mal aufbrauchen sollte. Wenn er bis dahin noch im Sortiment ist, würde ich mal nachkaufen. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech.
Ein Duschpeeling habe ich auch aufgebraucht von Balea. Das gibt es ja hoffentlich noch, weil das muss ich mir nachkaufen. Ich habe mir einbildet, ich habe mehrere Backups, aber irgendwie habe ich keine mehr in meinem Kasten gefunden. Muss ich mal schauen, weil das fand ich echt gut. Ich mag den Peeling-Effekt. Viele mögen das ja nicht, weil das ja nicht so einen Peeling-Effekt hat, aber für zwischendurch finde ich das besser als so ein grobes Peeling, aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Mein Duschgel ist leer geworden, dieses Pink Grapefruit, ich habe es geliebt für den Sommer. Das war von diesen Dermacol-Produkten, ich habe das so geliebt, dass das war richtig Sommer. Das ersetzt irgendwie mein Yves Rocher Grapefruit Duschgel extrem. Also das war ein richtig geiler Ersatz für mein Yves Rocher Grapefruit Duschgel. Mir geht das eh ab. Aber jetzt ist der Sommer eh eigentlich quasi vorbei. Obwohl jetzt heute wieder die Sonne scheint und es ist extrem warm ist heute. Ich kann halt nicht reden, aber wann kann ich das schon mal? Ja, war das echt gut. Sollte ich mal wieder nach Tschechien kommen, werde ich mir die mal wieder kaufen. Aber jetzt muss ich ernsthaft mal welche aufbrauchen. Na bitte, da haben wir sie schon. Die Cadea Vera Glow Ampulle. Hier. Ich finde, von dem Ausstrahlungseffekt hat die mehr Effekt als die andere. Die hat nämlich noch so Glitzer mit drinnen in der Ampulle und ich finde, dass man da mehr einen Effekt hat von diesem Glow als von der anderen. Die sieht so aus. Die gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Die wurde ja aufgelassen, weil die ja Limited Edition war. Mein Deo habe ich aufgebraucht. Das ist das Deo Body Spray ohne Aluminium mit Avocado Raspberry Kiss und Raspberry Kiss. Ich fand's gut. Das Duschgel fand ich damals nicht so gut. Das war ja Erdbeer, glaube ich, mit Avocado. Und das war Himbeer-Avocado und das mochte ich viel, viel lieber als das Erdbeer-Duschgel mit Avocado. Ich fand auch die Verpackung so mega süß. Ich meine, diese ganzen Avocados da oben. Mega süß. Aber gibt's leider nicht mehr. Sonst würde ich es mir nachkaufen. Das wäre ein absoluter Lieblingsduft als Deo. Ich meine, ich benutze ja immer noch das Borotalco, aber es riecht kaum und deswegen gebe ich noch so ein Sprühdeo drüber. Ich habe nur jetzt aktuell keins daheim, was ich mag. Ich habe jetzt dieses von dieser 25 Jahre Limited Edition und das finde ich schrecklich. Das habe ich jetzt als Raumspray. Das mag ich gar nicht. Aber ich muss schauen in meinem Schrank, ob ich noch... Schaut, meine Haare waren heute. Ich muss schauen in dem Schrank, ob ich noch eins habe. Mal gucken. Das war fürchterlich. Das war so fürchterlich. Ich habe das erst vor kurzem in einem Haul-Video, glaube ich, hier gezeigt. Das war das Körperpeeling mit Kaffee. Das hat so künstlich nach Plastik gerochen. Also wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Ich war froh, wie ich es leer gemacht habe. Ich würde mir das auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich glaube, diese Körperpflegeprodukte von Action lasse ich komplett aus. Außer die Badezusätze von mir ist aber diese Körperpflegedinger. Ich habe noch ein Banane-Duschgel und von dem fürchte ich mich auch schon, wenn ich das benutze. Aber ja. Zwei Mascaras habe ich in dem Monat leer gemacht. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass die so schnell austrocknen. Ich meine, man sieht, dass die Konsistenz hat sich total verändert. Ich habe die wirklich nicht lange verwendet, beide. Ich meine, da bei der von Maybelline sieht man es auch. Die komplett austrocknen und es ging relativ schnell, was ich sehr, sehr schade finde. Die Lancôme finde ich gut. Wenn sie ganz neu ist, trennt sie die Wimpern voll schön. Und ich mag auch die Bürste von der, weil die eben eine einfache Bürste ist. Würde sie mir sogar in Wasserfest nachkaufen, weil von der bin ich echt überzeugt. Ich meine, das war so eine Limited Edition Designmäßige mit diesem Silberglitzer. Die würde ich mir auf jeden Fall im Wasserfest nachkaufen, weil ich wissen will, wie die im Wasserfest ist, ob sie wirklich wasserfest ist. Schluck auf Alarm. Die Maybelline Total Temptation heißt die, glaube ich. Genau, in Wasserfest. Tja, habe ich auch leer. Aber ich finde nicht, dass sie wasserfest war. Ich habe sie zuerst auf den oberen Wimpern benutzt, da war sie okay. Dann habe ich sie, weil sie komplett austrocknet ist, ihr seht das eh. Also komplett austrocknet jetzt nicht, aber sie ist halt sehr trocken gewesen am Schluss. Also habe ich sie für die unteren Wimpern benutzt, wo auch kaum noch mehr was rauskommen ist nach ein paar Wochen. Nein. Und ich finde nicht, dass sie wasserfest ist. Ich habe jedes Mal, bin ich da urschwarz gewesen, habe ausgeschaut wie ein Panda. Auf den Wimpern war keine Mascara mehr, auf den unteren Wimpern, also richtig schlimm. Würde ich mir nicht nachkaufen. Finde ich schade, weil ich mag diesen Duft so gerne. Ich liebe diesen Duft davon. Aber ich finde nicht, dass die wasserfest war. Ich glaube, ich habe die normale ja auch noch. Ich bin gespannt, wie die dann ist. Aber die wasserfeste Variante würde ich mir nicht kaufen. Weil die ist einfach nicht wasserfest. Wenn die so runterkrümelt, dass das auf den Wimpern nicht mehr ist, aber ich habe das da überall kleben, dann ist die für mich nicht wasserfest. Tut mir leid. Also kann ich nicht empfehlen. Wirklich nicht. Was ich schade finde, weil ich liebe den Duft davon. Ein Duschgel habe ich noch aufgebraucht. Das war ein ganz, 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 ganz altes Limited Edition Produkt von Aveo. Ja, ein Melone-Minze-Duschgel. Das war so göttlich auch. Das war so genial.
Ja, aber leider gibt es das auch nicht mehr. Dann hätte ich es mir nachgekauft. Also ich habe schon lange keine Aveo-Duschgele mehr gekauft, weil ich noch so viel Zeug habe. Aber mich würde interessieren, weil die haben auch die Verpackung umgestellt, glaube ich. Mich würde interessieren, wie die Produkte jetzt aktuell sind. Ich meine, ich zeige es euch noch von nahen, so in die alten ausgeschaut. Aber ich habe jetzt noch so viel Zeug, deswegen brauche ich jetzt mal die ganzen Duschgele auf und dann werde ich mal schauen, was ich mir nachkaufe. Aber da habe ich noch lange Zeit, weil ich habe sehr viel Duschgel noch. Ich habe das mal mir ausgesucht. Das war ein Geschenk von 4711, dieses Aqua Colonia, das Litchi und weiße Minze, glaube ich, heißt das, wenn ich mich nicht irre. Das Duschgel. Es hat mich leider nicht umgehauen. Ich habe das nämlich vor kurzem in Miki sein Aufgebraucht-Video gesehen. Da habe ich gedacht, oh cool, das habe ich auch, das benutze ich auch. Aber er hat recht, mich haut es auch nicht um. Also für ein parfümiertes Duschgel habe ich mir ehrlich gesagt mehr erwartet, als das, was es da gemacht hat. Also ja, war ich sehr enttäuscht. War ich wirklich enttäuscht. Obwohl der Duft nicht schlecht war, aber es hat jetzt nicht irgendwie so einen Mega-Effekt gehabt. Deswegen, ja, ein Groß würde ich es mir nicht kaufen. Aber ich bin froh, dass ich es leer gemacht habe. Ist mal wieder was weg, ne? So, ich habe sehr viele Proben leer gemacht und ziemlich viel Kleinzeug. Also, noch ein Badezusatz. Das war der Granatapfel-Badezusatz. Der hat überhaupt keinen Schaum gemacht. Hat so ein bisschen nur das Badewasser eingefärbt, glaube ich, in Rot. Wenn ich mich nicht irre. Ja, aber ja, ich gebe eh, wie gesagt, noch Badezusatz noch dazu. Also diesen flüssigen Badezusatz von Balea, den ich aktuell noch habe, aber ja. Den fand ich irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich mir den nochmal... Jetzt ist mal wieder was runtergeflogen. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal nachkaufen werde. Ich werde gleich aggressiv da. Ja, so wie den. Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Den No Rain, No Rainbow. Ich glaube, den gibt es immer mehr, den Badezusatz. Ich war schon ewig nicht mehr, beim DM. Soll ich sagen, bei Balea. Ich war schon ewig nicht mehr beim DM einkaufen. Aber den kann ich mir auch nicht mehr erinnern, wie der war. Mango und Ananasduft. Ich habe da aber sicher noch Backups von. Da ist noch so viel Zeug drin. Eine Maske von Isana habe ich aufgebraucht. Das war die Gelmaske mit Hyaluron-Power. Die war gut. Die hat echt gut Feuchtigkeit gespendet und die war so richtig gelartig. Ich mochte die Konsistenz voll. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die so ein bisschen gekühlt hat auf der Haut, was bei Sonnenbrand sehr, sehr gut war. Aber ja, ich komme da leider ja nicht dran, weil das Isana-Produkte sind. Aber ich habe eh genug Zeug. Nochmal Augenpads habe ich aufgebraucht, das sind die von Douglas, ihr wisst, die liebe ich heiß, die rutschen nicht. Ich habe die ja wie gesagt in meinem Kühlschrank, ich liebe die. Da habe ich mir ganz, ganz viele Backups noch gekauft, also ich habe zum Glück noch genug, weil ich mag die. Die riechen jetzt nicht so besonders, aber sie machen einen guten Effekt. Ich habe auch das Gefühl, dass dann diese Falte ein bisschen besser wird, umso öfter ich welche benutze, egal welche Marke jetzt. Nose Straps habe ich auch aufgebraucht, zweimal. Eh nicht so interessant, das sind die von Biore. Irgendwie halten die nicht mehr bei mir im Gesicht, habe ich euch vorher gerade erzählt. Wattepads habe ich leer gemacht, sehr spannend. Dann ist noch irgendwas Unspektakuläres? Nö. Eine Kylie Jenner Probe habe ich aufgebraucht. Diese feuchtigkeitsspendende Pflege war das. Fand ich jetzt nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen. Fand ich nicht so besonders. Hat mich jetzt nicht umgehauen, nur weil ihr Name oben steht. Also es ist wie jede andere Feuchtigkeitspflege. Also ja, war okay. Brauche ich nicht unbedingt in meinem Leben. Noch einmal Biore Nose Straps, weil die ja nicht gehalten haben. Deswegen glaube ich, werde ich mir die jetzt eine Weile mal nicht nachkaufen. Vielleicht liegt es daran, dass ich hasse diese Strähnensitze. Das macht mich echt kirre. Noch eine Creme habe ich aufgebraucht. Das wäre eigentlich eine Nachtcreme gewesen und eine nach dem Sonnenbaden. Ich habe sie aber tagsüber verwendet. Die finde ich gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich habe genug Gesichtspflege. Und die hat mich jetzt nicht so umgehaut, die hat jetzt nicht den Mega-Effekt gemacht, dass ich sie mir unbedingt nachkaufen würde. Sie war okay, aber nicht der Burner. Bei den Proben kann man eigentlich eh nicht so viel sagen, oder? Genauso wie diese Capture You von Dior. Der Duft war urangenehm, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich sie unbedingt brauche, nur weil da jetzt Dior draufsteht, weil ich finde jetzt nicht, dass die so pflegend war. Ja, war... Okay, ich meine, bei so einer kleinen Probe ist halt schwer irgendwie was zum sagen, aber das sieht man ja dann auch erst im Langzeiteffekt, wenn man das einen Monat meistens verwendet. So, also eine Probe ist ein bisschen mühsam, aber für mein Make-up danach, hat es gereicht. Ich gebe mir die Kamera weg. Apropos Make-up, ich habe eine Make-up-Fixier-Spray von Make-up Factory aufgebraucht. Passt perfekt, oder?
ich liebe den, ich würde ihn mir auch nachkaufen, ich weiß, das war ein Tester, aber ich würde mir den auch nachkaufen, wenn ich keine anderen mehr hätte, weil ich habe noch sehr viele. Ich habe noch, glaube ich, 2 von MAC. Jetzt aktuell benutze ich noch einen von MAC, weil die Tanja hat ihre Schminksammlung aussortiert und hat mir so viel geschenkt, dass ich jetzt noch einen von MAC habe, den sie angefangen hat und den benutze ich jetzt weiter. Ja, aber ich würde mir auf jeden Fall auch den nachkaufen. Wenn ich an den MAC nicht rankommen würde, würde ich mir den Makeup Factory nachkaufen, weil den mag ich auch. Ich mag auch den Duft davon, weil das eher so nach frischer Wäsche riecht. Mag das irgendwie. Aber ja, ich muss die anderen jetzt aufbrauchen. Noch eine Zahncreme habe ich aufgebraucht, diese Pearl Bass Shine On. Ich sprich die Beere jetzt nicht aus, aber hier unten könnt ihr es lesen. Die fand ich nicht so gut. Bis jetzt mag ich die Ananas und die Ingwer am liebsten. Aber das wisst ihr ja. Muss auch mal gucken, wie viele Backups ich noch habe. Muss auch mal schauen, was ich noch habe. Einen Make-up Primer habe ich aufgebaut. Den habe ich auch aufgeschnitten. Das war von Maybelline, der mit Lichtschutzfaktor 30. Ich fand den Duft von dem mega gut. Wenn ich nicht so viel Zeug hätte... Jetzt krabbelt der Käfer da drüben rum. Kann doch nicht sein, oder? wenn ich nicht so viel Primer hätte, würde ich mir den nachkaufen, aber ich habe genug noch. Die Tanja, wie gesagt, hat mir auch ein paar dazugegeben und deswegen, ja. Ich fand den aber gut. Der war wirklich gut. Ich bin mit dem ewig ausgekommen und der hat so gut geduftet. Und auch das Make-up hat lange gehalten und das Hautgefühl war angenehm. Es hat nicht so klebt und so. Jetzt habe ich einen von Essence, der klebt irgendwie voll extrem und der hat das klebende Gefühl irgendwie nicht gehabt und ich finde das viel, viel besser. Wenn das gleich danach, also es ist jetzt nicht einzogen oder so, aber es hat nicht so einen Film hinterlassen mit der von Essence. Ja, aber ich muss jetzt mal meine ganzen Primer aufkaufen, bevor ich da irgendwas noch nachkaufe und ich habe wirklich viele Primer. Noch einmal Wattepads habe ich leer. Zweimal die Idol Duftprobe habe ich leer gemacht. Den Duft finde ich echt gut. Ich meine, ich finde es blöd, dass den wieder jeder hat. Das ist ja was mich extrem nervt. Obwohl, jetzt gibt es einen anderen, der heißt Aura. Den finde ich sogar ein bisschen besser als den normalen. Aber ich habe den in Originalgröße, also sollte ich ihn bald mal verwenden, glaube ich. Aber ich mag den an mir. Der riecht echt gut. Wenn ich ihn nicht zu Hause hätte, würde ich ihn mir sicher kaufen. Ich habe ihn, wie gesagt, den groß daheim und habe halt 2 Proben davon aufgebraucht. Was ich noch gut fand, da habe ich die Probe sogar von meiner Freundin geschenkt bekommen, habe ich euch, glaube ich, im Aufgebraucht-Video erzählt, von dem neuen Dior-Duft, von dem Miss Dior Roses, Rosen Roses oder so, so heißt der. Den finde ich auch gut. Erstens ist die Verpackung mega schön und den habe ich 2-mal leer gemacht auch, aber ich würde mir, er ist schön, aber er haut mich jetzt nicht so um, dass ich ihn unbedingt haben müsste. So ist es nicht. Also er ist gut, aber ich brauche ihn nicht unbedingt als Originalgröße. Ja, aber ich glaube, ich habe sogar noch eine Probe bekommen, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo bilde ich mir ein, habe ich noch eine gekriegt. Aber der war nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Dann habe ich noch eine Probe leer gemacht. Der war ganz schlimm, der Duft. Ich kenne die Marke auch gar nicht, den habe ich von der Vivi bekommen. Würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Der hat so richtig komisch... herblumig gerochen, also der war echt eigenartig. Würde ich mir nicht nachkaufen. Mein heißgeliebtes Collister Peeling ist leider leer. Ich habe versucht, damit sparsam umzugehen, aber es ist leider leer worden. Ich habe es mir jetzt nochmal nachgekauft. 2-mal habt ihr es schon in einem Video gesehen und ich habe es mir vor kurzem wieder nachgekauft. Ja, ich liebe das. Also das ist mein absolutes Lieblingspeeling. Das löst sogar das Terra Naturi ab. Und auch das Asam, muss ich ehrlich zugeben, obwohl das Asam trotzdem geil ist. Das Asam ist trotzdem sehr geil. Ich meine, Collister ist verflucht teuer, die Originalgröße kostet über 50 Euro, leider. Ich habe halt die kleinen Größen, weil die immer reduziert waren. Und sonst mag ich eigentlich das hier von Terra Naturi, aber das gibt es ja nicht mehr, das Kokospeeling, deswegen. Ich habe aber noch ein paar Backups, werde auch versuchen... die Backups so gut es geht noch aufzubrauchen. Ich muss das jetzt eh wieder anfangen, weil ich muss mal meine Badewanne sauber machen und dann die ganzen Sachen ins Bad stellen, weil das ja eher sommerlich riecht. Da sollte ich jetzt noch eins benutzen. Und die anderen hebe ich mir dann für nächstes Jahr noch für den Sommer auf, weil ich ja eh das habe. Ich habe noch was vergessen. Die Haut ist danach auch mega weich. Beim Kokos von Terra Naturi auch, aber bei dem, wegen dem Öl, was da drinnen ist, ist die Haut butterweich danach und ich liebe dieses Teil einfach. Absoluter Favorit von mir. Eine Augencreme von Clinique habe ich aufgebraucht. Habe ich sogar aufgeschnitten. Das war die Pepstart Augencreme. Ich fand die gut, weil die war in der Tube. Die konnte man für morgens sehr
angenehm auftragen, man hat das ein bisschen aufs Auge, dann hat es mit dem Ringfinger verblendet, also beziehungsweise eingearbeitet, nicht verblendet. Und das war's. Und ich bin mit der kleinen Größe, das war ja aus diesem Adventkalender, bin ich auch sehr lange rausgekommen. Das Einzige, was mich gestört hat, es war als Make-up-Unterlage, wenn man sich danach schminkt, war es gut. Aber als Pflege allein war es mir ein bisschen zu wenig. Ich habe das Gefühl, da hat was gefehlt. Jetzt habe ich nämlich die von Clarins und die ist ja doch Anti-Aging schon und ich mag die ein bisschen lieber. Keine Augencreme hat bis jetzt diese Chanel geschlagen. Das ist die da. Ich habe das nämlich aufgehoben, weil ich mir die unbedingt kaufen will. Aber ich habe noch so viel Augencreme, deswegen will ich jetzt nicht... Guckt mal, das ist die da. Die liebe ich. Ich habe auch vor kurzem in einer anderen größeren Filiale ausgeholfen und habe mit ihm über die Chanel Produkte geredet und der benutzt die auch, hat er gesagt, und der liebt die, der benutzt nur die. Und ich muss mir die unbedingt nachkaufen, aber ich will zuerst die anderen aufbrauchen. Ich habe jetzt noch so viele Proben und die von Clarins habe ich noch, eine kleine Clinique habe ich noch, weil ich ja den Adventskalender hatte. Und noch irgendwelche Proben habe ich, glaube ich. Und irgendwo habe ich, glaube ich, noch in der Augencreme. Und ich will die noch aufbrauchen, bevor ich mir diese Chanel kaufe. Ich hoffe, ich ziehe das durch. Aber bis jetzt war ich mit keiner anderen so zufrieden wie mit der Chanel. Die Chanel, die war wirklich gut. Und normalerweise kaufe ich keine extrem teuren Markenprodukte, ihr kennt mich. Aber die Chanel, die war wirklich gut. Die hat auch diese Falte da minimiert, die, was ich da so Probleme habe, wo mir alles reinkriecht. Aber die war, ich meine, die gibt es eh nicht mehr, die ist aus dem Sortiment gegangen, aber... In groß hatte ich die ja auch und ich mochte diesen Applikator, den die hatte. Das hatte die Mini-Variante jetzt nicht, aber in groß fand ich die auch nicht so schlecht. Für morgens war das vollkommen genug, am Abend benutzt man dann eh was Reichhaltiges, aber gibt es nicht mehr. Meine Micellenreinigungsmilch ist leer geworden von Clarins. Ich finde das ja so scheiße, Entschuldigung den Ausdruck, aber sowas von scheiße, dass die meine aufgelassen haben. Jetzt haben die ja das Wasser, also das Gesichtswasser rausgebracht davon und aber die Milch auflassen. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da werde ich mit der von Clarins auf jeden Fall reden, warum das so ist. Weil ich finde die wirklich gut und ich verstehe nicht, warum die das rausgenommen haben. Jetzt kann ich, wenn ich alle meine Backups leer habe, kann ich wieder was Neues suchen und das nervt mich. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich habe eh genug Backups, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Eine Probe habe ich leer gemacht. Eine Whitening, Toning, White Sea, keine Ahnung. Irgend so eine koreanische Creme, war okay. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Finde ich, hat ein ja, angenehmes Hautgefühl schon hinterlassen. Aber von der einen Pflegeprobe kann man irgendwie nichts sagen. Aber vielleicht geht es doch nur mir so. Ich habe von Primavera den Gute Laune Raumspray aufgebraucht. Ich muss mir gerade ein Lachen verkneifen. Der ist relativ schnell leer gegangen, wenn mein Freund sieht, wird er sich sicher doof. Wenn das mein Freund sieht, ich kann nicht mehr reden mit meinem Wortkotze. Wenn mein Freund das sieht, wird er sich sicher totlachen, weil er weiß, warum das Ding leer worden ist. Aber ja, ich würde mir das nicht mehr nachkaufen, ehrlich gesagt. Oder doch? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, ich bin mit dem ewig ausgekommen, außer vor kurzem. Aber... ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal nachkaufen würde. Das ist ja doch sehr teuer. Aber ich finde den Sprühnebel von dem angenehmer. Ich habe jetzt einen Raumspray von Action und ich finde den Sprühnebel so furchtbar. Das ist so furchtbar, wie der sprüht. Und da war das ja doch ein schöner, feiner Sprühnebel, wo... ja, aber was soll's. Was will man machen, oder? Man kann es eh nicht ändern. Ich meine, die haben mir nur die Verpackung neu gemacht. Die schaut jetzt nicht mehr so aus, aber... ich finde den Sprühnebel viel, viel angenehmer als die von diesen Billigmarken. Es ist einfach so. Man muss da schon ein bisschen investieren, finde ich, wenn man einen guten Raumspray haben will. Oder man macht sich Raumspray selber. Ich glaube, mit Wasser und ätherischen Ölen. Habe ich beim Friseur gehört, die will das ausprobieren. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt. Muss ich nochmal nachfragen. Vielleicht sagt das mal ja beim nächsten Friseurbesuch. Ich habe ein Parfüm aufgebraucht. Mit der passenden Bodylotion dazu. Die Bodylotion ist ein bisschen früher... ist ein bisschen früher leer worden. Das hat jetzt eklig ausgeschaut. Gut, dass man das im Video nicht gesehen hat. Die Bodylotion ist ein bisschen früher leer worden. Ich schmier mich da gerade voll mit dem ganzen Zeug. Ist ja ekelhaft. Ja. Ich bin froh, dass ich sie leer gemacht habe, weil das war jetzt echte Eisenbahn schon. Allerhöchste Eisenbahn schon. Ich habe sie aufgeschnitten. Ich war brav.
ich mag den Gucci Guilty nicht so gern. Ich habe den Rest dann noch in der Arbeit verwendet, von dem Duft. Ich meine, der spiegelt jetzt extrem. Boah, jetzt hätte ich mir was fallen lassen. Er spiegelt halt extrem, das ist das Doofe bei der Verpackung. Ich mag den Duft schon, aber erinnert mich halt an so viele Dinge, an die ich wirklich nicht erinnert werden will. Da sind so viele Erinnerungen dran, was ich gar nicht fein finde. Deswegen, ich meine, ich habe genug andere Düfte, die ich leer machen muss, deswegen würde ich mit denen eher nicht nachkaufen. Ich fand es cool, dass ich ihn in Kombination mit der Bodylotion verwenden konnte, aber ich habe den jetzt echt lange verwendet und bin froh, dass der leer geworden ist. Ich habe den Rest, wie gesagt, dann, da war er bis daher, glaube ich, voll nur noch. Da habe ich ihn mit in die Arbeit dann genommen, damit ich das Ding einfach leer kriege, weil die Bodylotion eh leer war. Und ich wollte ihn unbedingt den Monat leer machen. Die Bodylotion fand ich gut, da hat der Duft viel, viel länger gehalten. Aber ich mag den Duft nicht mehr. Also ich habe den ja zu einer gewissen Zeit verwendet, über die Zeit wollen wir nicht mehr reden, einfach vergessen. Aber das Blöde ist, Düfte verbindet man mit Erinnerungen. Zumindest bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das habe ich auch im letzten Aufgebraucht-Video schon gesagt. Und es erinnert mich an eine Zeit, an die ich einfach nicht mehr erinnert werden will, und deswegen würde ich mir den Duft nicht mehr kaufen. Wirklich nicht. Also mit dem hake ich komplett alles ab. Wirklich, jetzt ist er leer und danke, hat sich für mich erledigt. Ah, ich habe sogar noch was. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch ein Produkt. Das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Na bitte. Ich habe von Biotherm meine Wundermut-Maske aufgebraucht. Das war ja auch leider der Tester. Ich meine, ich habe versucht, so gut es ging, das rauszukratzen, aber das ist ein bisschen antrocknet da unten schon. Ich habe die auch schon sehr, sehr lange offen gehabt. Und ja, ich mochte die, wenn ich so Probleme mit meiner Haut hatte, mit Pickel oder so, habe ich die so, so gerne verwendet. Aber, da habe ich nicht zu raten, die gibt es nicht mehr. Das ist so mühsam bei Biotherm. Die haben meine ganze Serie, die ich liebe, meine Everplump-Serie, die Maske, die lassen so viel auf, was ich mag. Jetzt lassen sie sogar dieses Skin Oxygen auf, wo mein Gesichtswasser dabei ist, wo ich echt die Krise kriegen könnte. Warum? Ich stehe mit Biotherm ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich meine, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich natürlich noch aufbrauchen werde, von Adventkalender und so, aber ich finde das echt schade, weil die Maske war wirklich gut. Die hat mir wirklich geholfen, wenn ich so Unreinheiten am Kinn hatte oder generell im Gesicht, hat die mir so gut geholfen. Die gibt es einfach nicht mehr. Was soll ich machen? Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Aber was soll man machen? Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich bin näher drauf eingegangen. Schlagt mich nicht, wenn es nicht so ist. Aber bei den Limited Editions finde ich es halt ein bisschen blöd, wenn ich da mehr eingehen soll drauf, weil das kann man nicht mehr nachkaufen. Ich meine, okay, ist eigentlich trotzdem doof, wenn ich es nicht erwähne, oder? Weil ich muss ja drüber reden, wie ich es fand. Auch wenn es nicht mehr zum Nachkaufen ist, ja. Ich denke mir immer, dann ist eh wurscht, wie ich es gefunden habe, dann kann man sie nicht mehr nachkaufen. Aber eigentlich ist schon wichtig, dass ich sage, wie ich es finde, oder? Ich hoffe, dass ich da jetzt drauf eingegangen bin. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe mir Mühe gegeben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!